Ein Auto rast in Paris in eine Café-Terrasse. Eine Person stirbt, 6 weitere sind verletzt, 3 davon lebensgefährlich. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Fahrer wird festgenommen. Die Opfer sind Gäste des Restaurants. 23 Augenzeuginnen und Augenzeugen erleiden einen schweren Schock und erhalten psychologischen Beistand. Der Fahrer ist ein 24-Jähriger aus dem Pariser Umland. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel sind, wird untersucht. Der Beifahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht, wird noch am Unfallort festgenommen. Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris zeigen Polizei und Militär in der Stadt massiv Präsenz. Soldaten der Antiterroreinheit Sentinel untersuchen das Auto auf Sprengstoff, finden jedoch nichts. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aus. Der Unfall weckt bei Zeugen und Parisern schmerzliche Erinnerungen an die Terroranschläge im November 2015. Damals töten islamistische Terroristen 130 Menschen, auch auf den Terrassen von Bars und Restaurants.